Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. In der letzten Folge haben wir die Rätsel der Wüste erforscht, die staubtrockenen Ruinen gefunden mit Hilfe von einem Pulsjuwel und gehen nun hier in die unterste Etage, sammeln den Schlüssel auf. Und das sieht für mich wie eine Falle aus, weil gleich höchstwahrscheinlich Treibsand runterfliegt. Das ist keine gute Idee. Ruinenschlüssel öffnet eine verschlossene Tür in den staubtrockenen Ruinen. Und keine Falle? Ich bin verblüfft. Ach, wenn wir den Tempel nicht verlassen, dann bleiben die Gegner auch besiegt. Gut zu wissen. Hier ist nichts. Das sieht doch so aus, als könnte ich da was springen. Das sieht so verdächtig aus. Bitte sprengen Sie mal. Na, da passiert nichts. Okay, dann. Hol ich mal Gumbario mal wieder zurück. Na gut, Treibsand kommt dann doch. Oder normalen Sand, besser gesagt, und füllt den Raum unter uns. Und warum können wir nicht hier reinfallen? Das ist ein Mini-Loch. Na gut, dann springen wir einfach mal hier runter. Mario kriegt ja eh keinen Fallschaden. Warum eigentlich? Das ist ein bisschen confused. Na, du hast meine Warnung ignoriert. Von meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sandes werden. Okay, ich komme einmal oben weiter. Einmal unten. Geh mal als erstes nach oben. Hier ist ein neuer Gegner. Oh, gegnerischer Erstangriff. Oh, nö, warum? Ouchi. Hey, Gumbario, was sagst du denn zu denen hier? Zu den Käfern? Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximale KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Ich hörte, früher waren sie überall zu finden, aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orten vor. Okay, dann. Und die stehen aber schnell wieder auf. Aber die zu blocken, das wird schwierig. Oh Mist. Ich habe so früh gedrückt. Okay, das könnte spaßig werden. Nicht? Ich denke mal, von dem Boss kommt ja eh wieder eine Heilung. Falls wir überhaupt in der heutigen Folge da noch hingelangt. Die Münze möchte ich noch gerne haben. Einmal Para-Carry bitte. Dann einmal Bombett. Hallöchen. Ein Schalter. Weiß nicht, zerstöre ich mir das? Ach, nur bist du von. Der füllt den Raum unter uns. Oh, das muss ich sogar machen. Für den Schlüssel. Jetzt hätte ich das geahnt. Oh, da ist ein Sternsplitter. Wie random. Okay, dann hole ich nochmal schnell den Schlüssel ab. Wechsle mal wieder auf Gumbario. So, von hier kam er, ne? Genau. Okay.
Seriously? Schon wieder, ich kann den einfach nicht blocken. Ach, jetzt habe ich das geschafft. Okay, setz bitte Fokus ein. Damit ich mit meinem nächsten Kampf direkt wieder heilen kann. So, ich denke mal, der greift uns jetzt nicht an, weil der ja eh erstmal wieder hoch muss. Also von daher können wir auch direkt Erfrischung einsetzen. Das ist eigentlich sehr gut, um wieder hoch zu heilen. Vielleicht etwas langweilig, aber es funktioniert, ne? Und in der nächsten Runde ist er eh erledigt. Und dann einmal wieder Fokus, weil wir es können. Guck mal, wir sind fast wieder komplett vollgeheilt. Wir haben Erfahrungspunkte, Baby. Okay, PP-Punkte sind wieder aktiv. Okay, ich komme da lang. Und weiter nach unten. Was ist denn hier? Komme ich nicht lang und da ist irgendein Artefakt. Dann kriegen wir ja hier den besseren Hammer. Weil sonst wüsste ich nicht, wie wir drankommen, falls das wirklich wichtig ist für den Dungeon. Kriegen wir höchstwahrscheinlich den besseren Hammer. Okay. Upa. ja. Warum greift keiner an? Das sind Schlüssel, das ist ein Block. Dann schaue ich erst. Aktiviere ich den Block oder gehe ich erst nach oben? Komm, ich gehe erstmal nach oben. Da komme ich eh nicht lang, weil ich nicht den Hammer habe. Da oben ist irgendwas. Okay, dann mache ich wohl erstmal diese Stelle hier. Ob das vielleicht eine Falle ist. Also diesen Block möchte ich gerne nicht aktivieren im Leben. Und jetzt sind wir auch noch eingesperrt. Na, schönen Dank aber auch. Mist. Na, warte. Euch mache ich jetzt mit Erdbeben weg. Und mit Koopa. Hey. Wie kein Geld? Na. So, Erstangriff erfolgreich. Da oben ist ein neuer Gegner. Dann würde ich mal sagen, wir wechseln auf Gumbario. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal einen Vorsprung. Dann ist der schon mal weg. Ein Swooper. Das ist ein Swooper, eine Geisterfledermaus. Swooper haben ihren Namen, weil sie schwuppplötzlich aus den Schatten auftauchen. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie sind nicht einmal mit einem Sprung zu erreichen, wenn sie an der Decke hängen. Aber eine Erschütterung wird sie auf jeden Fall herunterschütteln. Auch Power Carry kann sie mit einer seiner Attacken von der Decke pflücken. Sobald sie losgelassen haben, kannst du sie regulär angreifen. Okay, dann. Power Carry, ich brauch mal deine Hilfe. Luftangriff.
Na gut, das hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte, aber halt eben so. Oh, dann macht ihr ja ganz anderem. Dann setze ich einmal Erfrischung ein. Ich liebe die Heilung. Das wird mir von dem Spiel vorgegeben, also warum sollte ich das nicht nutzen, ne? Nice. Level up, ich komme. I love it. Ich auch kein Geld oder so bekomme. Ich setze jetzt einfach Erdbeben ein. Mist. Ach Mensch, kann ich blocken? Ach komm on, das ist jetzt nicht fair. Ich krieg eh gleich ein Level ab, von daher. Ich stecke immer zu früh, ah, ich merk's. Okay, noch eins von Level up. Ich hab's also für einen Schlüssel gemacht, okay. Kann ich mit leben. Hallöchen, jemand zu Hause? Hallo Carrie, schön, dass du hier bist. Ich dachte erstmal hier lang. Oh. schön. Wobei, wenn ich eh schon hier unten bin. Und Bett könntest du mal. Und dann mache ich mal kurz diesen Gegner hier. Oder auch nicht. Du kannst nichts tun. Jetzt kommen die erstmal alle wieder hoch. Das ist gut, weil wir sind jetzt weg und ich werde voll geheilt. Level up. Mehr BP-Punkte bitte. So, okay, lass ich mal Geld sein. Es geht hier nach unten. Oh komm, gehen wir erstmal nach unten. New. Oh, wieder was zum Aufwerten. Und wieder was zum Sprengen. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Okay. Ach, Cooper kann ich zum Beispiel nicht nochmal aufwerten. Und dann würde ich mal sagen, Bombett. Bombett wurde in den Superrang aufgestuft. Superrang. Ach, hier ist auch wieder so ein Stein mit einem Artefakt drin. Okay. Ich gehe erstmal nach oben. Höchstwahrscheinlich ist oben dann der Hammer und ich bin hier zu viel zu früh. So, ich brauche Power Carry. Immer bleib am Bett.
Oh, warte. Hör zu, geh da nicht rein. Ich meine, sieh, solange du noch kannst. Gehst du weiter, wird dich ein schrecklicher Fluch befallen. Okay, dann krieg ich hier den Hammer. Okay. Ist das so ein Rätsel, dass ich hier solche Sachen drücken muss? Thank you.
Thank you.